Ich bin auch gerade Level 44 geworden. EZ. Danke, du auch. Hätten sie uns auch mal vor der Indie geben können, dann wäre das noch ein bisschen einfacher gewesen. Oh, da ist was. Guck mal, da wird was angezeigt. Auf der Karte. Leuchtender Schädel, Seelensammler Kiel. Jo, müssen wir mitnehmen, wenn wir dann irgendwann mal die A-Kiste haben wollen. Besonders, weil da auch gerade andere auf dem Weg hin sind. Oh, was ist das denn für... Aber dafür kriegen wir jetzt keine Quest, oder? Nein, wir sind zu groß. Wir sind zu groß? Ja, aber trotzdem, wenn du ihn trotzdem, glaube ich, so tötest, zählt das auch für den Erfolg. Wenn nicht, gucke ich mal kurz. Du kannst zu groß sein dafür? Ja? Ja, du kannst zu groß für die sein. Ah, ich glaube, mit 43 hätten wir den noch gefällt, aber nicht mal mit 44. Scheiße, hätten wir mal den EP-Bonus nicht gemacht. Ich habe aber wirklich auch nicht mehr. Macht der überhaupt Schaden? Ich sehe, dass er zuschlägt, aber irgendwie sehe ich bei keinem von unseren Balken was. Nee, weil der ja nicht auf uns haut, sondern auf diese, wie heißt derjenige? Aljana oder so. Ach komm, ich will mal nicht so sein. Der hat doch noch irgendwas an der Backen. Achso, die ist auch Hüterin. Ja. Ich denke mal, das wird ein Tank sein. Weil die so gut wie fast kaum Leben verliert. Sollte ich mir vielleicht auch mal überlegen, als zweites Killing zu nehmen, wenn wir da zusammen in die gehen. Die nächste in die kommt, die ich glaube, wenn mit 54. Ich bin jetzt schon die anderen Spieler live. Tja. So, er ist down. Das ist down. Gut, dann gucke ich mal kurz. Ah, das ist ja ärgerlich. Was war das gerade? Der Seelenhüter. Ja, der wird uns gut geschrieben. Cool. Ich habe vorhin noch ein paar Folge irgendwie bekommen. Irgendwas mit 100 Seelen oder so habe ich auch noch bekommen als Erfolg. Ja, das während kann des Kampfes. Das war ganz ja, komisch. Das ist irgendwie buggy. Ich habe letztens auch den Erfolg mit meinem Großen gekriegt mit den Seelen-Skills, obwohl der schon längst den Erfolg hatte. Na, eigentlich sind wir da schon lange drüber. Aber ja. Na, gut. Ah, Storm. Mit einem fremden Mädchen. Hallo, fremdes Mädchen. Kann ich helfen? Die wird uns auch noch öfters begegnen. Ah, die spielt da so eine tragende Rolle. Ja. Ey, wir haben ja schon wieder das halbe Level, haben wir ja schon wieder voll. Ey. Das war ja ein richtig fetter Bonus, wa? Boah. Okay. Ach so, die Kleine. Oh. Oh. Das war schon ein Questziel. Und da müssen wir irgendwas Truhen. Sammeln. Das heißt, wieder jeder für sich, ne? Ja. 3 Truhen für jeden. Okay, das geht ja noch. Ja, besser als 8 oder so, ne? Ja. Wie gesagt, also für die, die es noch nicht mitbekommen, wir haben immer noch den Vorteil, dass die Quests ein bisschen vermindert wurden. Ah, aus den Typen muss man auch was raussammeln. Boah. Man merkt, dass Steam Summer Sale ist. Andauernd locken sich die Leute bei Steam aus meiner Freundesliste ein, die du sonst kaum manchmal aussiehst. Wieso hast du schon wieder irgendwie gedacht? Spiele, von denen ich noch nie gehört habe, wie Dive of the Titanic. Okay. Ich habe heute übrigens ein ganz cooles Spiel gesehen, da will ich auch schon überlegen, ob ich mir das hole. Du kennst doch dieses, oh, wie war denn das? Dead Before Daylight? Oder Dead? Ja. Ja, dieses neue Spiel, wo einer der Killer ist und die anderen sind die Opfer. So ein Online-Spiel und sowas gibt es auch mit Haien. Und Tauchern. Okay. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich habe die Truhen komplett, komischerweise. Obwohl ich gerade mal zwei gesammelt habe. Kann doch gar nicht sein. Weil ich habe erst 2 von 3. Strange.
Vielleicht war ich einfach mal schneller als du. Könnte sein. Aber ich habe hier noch... Achso, wir haben alles durch, wa? Ja. Sprich mit dem fremden Mädchen. Okay. Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht mit fremden Mädchen sprechen. Das ist noch was zum Looten, wa? Ich hatte schon kurz was zum Looten, ja. Fremdes Mädchen, nur mit dir. Hallo. Hallo. So, ihr habt ein Röckchen. Das ist was stelle ich das? Bei mir ist es besser. Ne, ich habe ja online nie eins gekriegt, also von daher. Ah, okay, gut. Oh, gar keine neue Quest von denen bekommen. Oh. Also von irgendeiner Quest musst du bekommen haben, wir sind nämlich dann zu oft. Na, wir müssen noch diesen Knauf abgeben, den wir in der Tasche haben. Aber was mir auch schon aufgefallen ist, dass man teilweise auch Charakter öfters irgendwie wieder sieht. Ja. Oh, jetzt kommt eine Hellbade, die schlechter ist. die Quest mache ich nicht, es lohnt sich nicht. Ein EP. Die jungen Leute heutzutage wissen die Weisheit der Alten nicht zu schätzen. Die jungen Leute heutzutage wissen die Weisheit der Alten, Alten nicht mehr zu schätzen. Sagt der Opa andauernd. Ja. Ich hasse das. Was ist los? Dieser blöde Felsen. Jetzt muss man hier erstmal gucken, wie man am besten. Ach so. Zur Quest kommt, ja. Ich dachte gerade, hä, warum rennst du hier wieder zurück? Und überall Harpien. Mhm. Aber anderes Modell mal ein bisschen, also ein bisschen abgewandelter, sehen buschiger aus. Ja. Dann diese komischen, na, Morlocks möchte ich die nicht bezeichnen. Oh, dann gibt's noch eine Quest. Nee, aber. Sehen aus wie Anglerfische, nur mit Beinen. Hier ist noch eine Quest. Was? Hauke. Ach so, ja. Hauke Ballbauer ist das für. Ja, ich glaube, verdächtige Schädel muss sowieso wieder jeder für sich sammeln, also. Ich glaube, den einen habe ich jetzt voll. Habe ich von dir mitbekommen, den du gerade aufgesammelt hast. Ja. Die eine Sache. Ja, gut, dann. Warte mal, ich habe jetzt hier späte Kokosnussernte und der Plan der Zagos. Ah ja, wir werden sehen. Und Zauberstab 2. Aber so wie ich dich kenne, wirst du das natürlich wieder nicht sehen, weil dein komplettes Quest-Log offen ist. Hm. Ich muss das mal lernen unbedingt, ey. Ich bin langsam echt. Oder wenigstens, wenn du über L gehst, mal die, die du nicht brauchst, Säckchen rausnimmst. Das sind nur die, die du brauchst. Mehr werden die auch nicht angezeigt. Ah, ich sollte generell mal die entfernen, die wir schon längst weg haben. Also die gar keinen Sinn mehr machen. Die Kokosnussernte ist da hinten irgendwo. Ach doch, wir müssen ja was sammeln. Verdächtiger Schädel. Hm, muss ich doch sammeln für mich. So, da ist noch ein Schädel und da hinten sehe ich auch noch ein Schädel und ich komme gerade vielleicht hier durch. Oh, da steht Mumor, der Trockenseeufer. Ah, sammle ja, deine. Ich wollte gerade sagen, sammle deine Schädel und dann. Ja, ich habe hier noch einen Anglerfisch in der Backe. Vergiften mich immer die Penner. Die wissen, dass sie sonst keine Chance gegen dich haben. Och, mit bisschen Durchhaltevermögen. Komme ich gar nicht an zu chargen, wenn ich nicht den anderen noch ziehe. Okay, er ist tot. Hast du auch beide? Jo. Sind zwei Stäbe gedroppt, der komische. Na gut. So, warte mal, wo ist denn jetzt hier mein Questlog eigentlich? Das mache ich jetzt mal nebenbei. L. Okay, erstmal muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier nirgendwo reinlatsche. Sehr schön. Ignea kann raus. Also eigentlich alles bis. Ach du Scheiße, wie viel haben wir denn hier? Sehr viel. Nö, war gar nicht so viel. So. Ich habe hier noch Dungeon Legende 42. Ja. Achso, das ist ja. Kannst du ja drinnen lassen, falls dann mal wieder irgendeine Session kommt. Ja, wir müssen noch was mit ihnen machen. Wieso den anlabern? Ja. Und dann okay. Weiter. Ich habe jetzt nur auf dich gewartet, dass du. Achso, ich dachte, du warst noch nicht so weit. Doch, 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 doch.
Nee, cool. Hast du dir eigentlich überhaupt gemerkt, beziehungsweise Timer gestellt, wenn wir angefangen haben? Ja, wir haben noch 10 Minuten. Okay. Der läuft. Gnadenlos. Aber bei Blade haben wir so wunderbar überzogen. Aber hat sich gelohnt. Ne? Ja. Wir haben wenigstens noch das, zwar nicht das bekommen, was wir wollten, aber wir haben zumindest was bekommen, was wir in der Richtung wollten. Und damit waren wir ja eigentlich schon zufrieden. Oh ja. Ah, das ist echt strange, dass die Quest dafür nicht kam. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, da steckt ein bisschen mehr hinter, aber das sehe ich noch nicht durch so ganz. Wer weiß, vielleicht sollten wir mal offline mal gucken. Mhm. Ach nö, jetzt müssen wir schon wieder irgendwas sammeln. Ja, wie oft? Achso, dreimal. Ja gut, das geht immer noch. Tagebuchseiten, ne? Mhm. Sieht zumindest so aus. Reliefpapier. Ja, Tagebuch. Ja, die Menschen haben keine anderen Sorgen, oder? Ach ja, schön. So, ich bin fertig. Eines noch. Da ist. Wollte gerade sagen, da liegt was ungeschützt. Fertig. So, ziehen wir weiter. Ja, zwei verschiedene Richtungen. Ja, ich sehe schon. Oh, wir haben Auswahl. Was wir mitmachen dürfen. Entscheide dich für einen Weg. Tja. Ist doch auch mal was. Ja. Cool, wenn man so ein Schiff da noch rein. Na, ist aber nicht so viel. Oh, da hinten ist ja so richtig mit Fata Morgana gearbeitet, sehe ich gerade. Ja. So Hitze verschwommen. Sei leise, du verrätst uns noch. Das hast du öfters in den richtigen Wüsten. Das ist ein nette Detail, sag ich mal. Ich hole mir schon mal eine andere Echse, ja? Jo. Ach, wir müssen Relikte sammeln. Von den Echsen. Ja. Wie kommt das Relikt jetzt in die Echse? Ich glaube, die Echse hat irgendwas gefressen, was ihr nicht so gut tat. Ich habe gerade rostige Bronzeschale rausgezogen. Ich glaube, die müssen auch wieder jeder für sich sammeln, ja. Ja. Oh Mann. Die wollen nicht, dass wir zusammen spielen. Ich merk schon, die mögen uns nicht. Das ist das Schöne bei Blade, dass alles gemeinsam gezählt wird. Ja, also ich bin fertig. Oh, noch einen. Ja hin. Gut, ich glaube, das lag daran, dass du die Echse, die ich getötet habe, nicht gelootet hast, deswegen bestimmt. Achso. Ja. Achso, die können wir ja beide looten, wa? Ja. Hm. Ich töte die ganze Zeit meine eigenen. So, okay, ready. Achso, ist er hier schon neben mir. Ja, du musst aber zurück zu dem anderen Typ, weil das der andere mit den Relikten war. Da wünsche ich so einen Stein, den ich wieder aufheben kann. Nee, Quatsch, das ist die Echse. Sah gerade aus wie ein Stein. Du hast ja eigenartige Steine. Hab ich mir gar nicht den Ring angeguckt, ob der gut ist. Nein. Nein. Null. Null, na der Jente. Genau, nothing. Niet. Was machst du denn da schon wieder? Warte auf dich. Ich stehe hier schon mal im Objekt. So. Was ist das denn? Besatzungsgeist. Ah, so. Kannst du haben, wenn du willst. Nein. Grabo hat 10 Saphire erfolgreich veredelt. Herzlichen Glückwunsch. Da ist noch so ein Ding. Ja. Und da kommt ein Geistchen raus. Richtig. Und da müssen wir noch ein Monumentrelief sammeln. Nee, dann klick du das an. Ach so. Ah,
Was haben sie für ein Teamwork gemacht? Dass jeder einmal anklicken darf? Zwei Geister kommen raus. Ja. Ja gut, ich glaube, vorher musstest du 3 oder 4 von den Teilen sammeln, wie die Geister. Okay. Okay, ich hätte den Geist auch looten können, da wäre auch das Monumentrelief drin gewesen. Hallo. Dö, dö, dö. Level ja. 45. Dann verteile mal deinen Punkt. Oh Gott, ich werde schon wieder irgendwo hin teleportiert. Ja, zu einem Grabstein. Okay, Moment, ich muss mein Punkt. Was nehmen wir denn? Was haben wir gesagt? Rasanz? Vitalitätsüberfluss nehme ich. So. Kanalisieren sofort, regeneriert sofort 60 Vitalität, das ist geil. Gut, damit kann ich was anfangen. Okay, dann ein Grabstein, ne? Mhm. Dann haben wir da noch eine Quest wieder. 2 Quests, dann von dem Typen. Wir brauchen greifbare Beweise. So, Fahrer in der Gegend hier, oder was? Okay, Mountain und los geht's. Du hast doch kein Level ab? Doch. Doch. Ich bin schon 45. Aha, na dann, geht's jetzt? Ja, danke. Eine Graubeinspinne. Oh, ist die süß. Ja, gut. Sie hat graue Beine. Oh, müssen wir das ja alle wieder für uns sammeln, oder? Nö. Nee. Müsste eigentlich für dich auch gezählt haben. Ja, hat. Gut, dann dürfen wir weiter reiten. Boah, hier sind die Creme de la Creme der Monster. Also ich bin mehr für Morlocks als für Spinnen. Die machen weder nicht so Spaß. Die Morlocks sind aber wenigstens lustiger. Naja, wenn es WoW Morlocks wären, vielleicht. Obwohl, die haben mich auch ganz schön geärgert früher. Nur die Ruhe. Wir beschützen. Ja. Gerade zu Classic-Zeiten, wenn du ein ganzes Dorf auf dem Hals hattest, dann war aus. Ja. So. Ich würde sagen, das machen jetzt die letzten 2 Quests, die wir machen. Oh, wird mir auch gut geschrieben. Ja, weil wir Spinnenweben angezündet haben. Ich zünd hier schon mal an. Und plups. Fertig. Burnt. So, was dürfen wir noch töten? Nur die Uferaufseher, wa? Ja, die Morlocks. Na, genau da hinten. Ah, hier ist ja echt alles im Weg. Wow, fuck. Falsche Frage. Ja, hab ich auch falsch gesehen. Ach, die Morlocks muss man anzünden. Hattest du schon einen von 3 Morlocks jetzt? Ja. Gut. Ich hab da jetzt gerade nicht dran gedacht, dass wir die anzünden müssen. Mist. Aber sowas ist auch, was ich mal gerne übersehe. Tatsächlich. Ich glaube beim ersten Mal, ich weiß nicht, ich hatte 20 Morlocks getötet und denke mir, warum zählt das nicht? Achso, ist Erdruferin. Was? Ein Helm. Achso, wow. Aber es ist halt nur Erdruferin. Kann ich nicht nix mit anfangen. Aber das hat sich ja mal gelohnt, ey. 2 Level in dieser Session. Oh, der greift da irgendwas Spinniges an, ja. Ja, so. Mhm. Die Spinne tot. Die Spinne tot, ich hab die Spinne. So, Bälle. Haben wir ja auch schon für die Folge, leider. Ja, gib mal ab und dann durch das Portal. Da müsste der andere Typ noch sein, dann muss man nicht unbedingt hier drinnen bleiben. Ja, stimmt. Ja, außer wir sind jetzt noch weiterhin in der Höhle. Nein, ich glaube ich nicht. Kann ich dir gleich sagen? Ja, doch. Ja, als Höhle würde ich das aber nicht bezeichnen. Aber hier ist ein kleines Lager, das ist schön. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Okay.
Ja, ich hab dir doch mal vor ganz langer Zeit erzählt, dass es hier, glaube ich, irgendwo einen Mob gab für eine Gruppenquest, die ich nicht alleine mit meinem Groß geschafft habe. Ich glaube, das ist genau die Gegend. Oh, Kacke. Dann werden wir es auch nicht zu zweit schaffen. Dann werde ich wieder für die dann auf meinen Großen schwenken. Ah, okay. Okay. Würde ich sagen, machen wir hier Schluss, wa? Ja. Dann bedanke ich mich natürlich wieder recht herzlich bei dir. Ich bedanke mich wie immer fürs Mitnehmen, ne? Ist auch schon so Standard geworden bei uns. Ja. Irgendwie schon. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.